Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu den Minispielen hier bei Splatoon und wir spielen Squidball. Ihr seht die Steuerung, ich kann mich bewegen, ich kann zielen und ich kann springen und angreifen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Spiel. Und, oh Gott, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, ich hab's. Entschuldigung, das dauert manchmal ein bisschen. Ich muss hier tatsächlich einmal... So. Versteht ihr? Ich auch nicht. Also ich kann mich bewegen. Dann kommt das Ding hoch. Und wenn ich springe, muss ich tatsächlich so hinspringen, dass ich ihn treffe. Ich habe 3 Versuche, jeweils mit einem mit einem größeren Entenvieh. Und ich muss insgesamt eben oben in dem Falle 5 von den kleinen Quallen hier erwischen. Und das ist tatsächlich... Also ich persönlich finde es bei weitem schwieriger, als es ist. Ach, dammit. Ich weiß nicht, warum ich so wahnsinnig Probleme mit diesem Spiel habe. Nein! Oh, ich bin schon Game Over. Nach gefühlt einer Minute. Von daher versuchen wir das Ganze doch einfach nochmal. Weil das lasse ich dann doch nicht auf mir sitzen. Da habe ich die eine Qualle erwischt, die ich noch gebraucht habe. Mal gucken. Oh, da springe ich sogar vorbei. Das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott, komm schon. Das kann nicht so schwer sein. Ich werde ja wohl über Stage 3 hinauskommen. Also bitte. So, geht doch. 9 von 5, würde ich sagen, ist ganz okay. So, mal gucken. Ich habe hier eine Qualle, die ich tatsächlich treffen muss. Soweit bin ich bisher noch nie gekommen. Von daher mal gucken, ob ich das hier schaffe. Ich finde das Zielen, ich weiß nicht, ich habe das Zielen halt echt nicht raus. Ich finde das unglaublich schwierig. Nein! Ach, komm schon. Okay, Stage 4 will ich schaffen. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. 5 Minuten werde ich euch schon beglücken mit dem Spiel. Das kann's doch nicht. Das kann's noch nicht gewesen sein! Warum kriege ich hier eigentlich nicht... Ich bin mir sicher, es ist theoretisch in jedem Level möglich, mit einem Versuch tatsächlich die nötigen Punkte einzuheimsen. Dammit. Ich finde es übrigens auch... Eigentlich finde ich es ganz cool, dass die Musik hier tatsächlich quasi nicht vorhanden ist. Also ich meine, also es gibt tatsächlich keine Musik. Es gibt ein paar Soundeffekte und das war's. Noch jedes Mal. Das ist doch immer das Gleiche. Ein letzter Versuch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, gebe ich mich bei Stage 4 geschlagen, was echt traurig ist. Da tut mir meine Gamerseele weh, dass ich so schlecht in dem Spiel bin. Das ist nicht normal, meine Freunde. Das ist definitiv nicht normal. Okay. Auf dem Boden abprallen zählt also auch. Das merken wir uns. Vielleicht kann man das noch irgendwie nutzen oder gebrauchen oder sowas. Und wie gesagt, ich weiß nicht, falls jemand den letzten Teil der Minispiele nicht gesehen hat. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich kein besseres Bild vom Gamepad liefern kann, aber ich muss das Gamepad über meine Kamera per Hand quasi... Nein! Oh Gott! Okay, ich gebe auf. Das war's. Ich muss das Gamepad eben tatsächlich per Hand aufnehmen und das ist eben... Obwohl ich es hier jetzt komplett abgedunkelt habe, es ist irgendwie... Ich weiß nicht, warum ich es nicht besser hinkriege. Ich habe eine richtig wahnsinnig gute Kamera und es geht einfach nicht besser.
Keine Ahnung. Frag mich nicht. Gut, wenn ich jetzt schon bei Stage 2 bin, dann kann ich es tatsächlich auch. Ich verabschiede. Lisa, ich habe mich einfach schon mal verabschiedet. Wir haben noch ein Minispiel, ein kleines Squid Racer haben wir noch vor uns. Und Squid Beats. Aber ich werde hier bei Stage 3 sowieso wieder versagen. Ja, okay. Ich bin weg. Tschüss.